Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Daniel Helfrich. Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten kurz meine Heimat vorstellen, den Odenwald. Wir befinden uns jetzt hier genau beim Busbahnhof hier in der Felten. Gut, es ist jetzt nicht besonders viel los. Odenwald, auch die, man hört die Ansagen, sind im Dialekt gehalten. Im Hintergrund, jetzt ist er gerade weg, schade. Hier ein original Odenwälder Bus. Und wenn man auch da vorne sieht, ja, da vorne sind jetzt, die fahren jetzt nach Eberbach runter, an Neckar. Das ist dann schon ein bisschen mehr Ausflugsziel, auch für Touristen und so. Aber ansonsten muss man sagen, Bärfelden eher weniger. Bahnhofsschalter vom Bahnhof Kleinbreitenbach. Wir sehen da hinten gerade doch relativ voll, ist gerade Urlaubszeit. Der Tourismus im Odenwald boomt. Auch muss man noch mal beachten, wenn man jetzt gerade ist beim Bahnhof von Kleinbreitenbach, befinden die Sicherheitsvorkehrungen unten sind hier im Odenwald doch schon mittlerweile etwas fortgeschritten. Ne? Der Bahnhof von Kleinbreitenbach. Hammelbach, das ist hier die Quelle der Weschnitz. Die Weschnitz. Hinten ist Fürth. Weschnitz führt durch Fürth. Natürlich ohne Text, klar, man kann ja nicht gleichzeitig singen und flöten. Hier ist die originale Mühle. Es gibt ein Lied, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Wurde hier komponiert an dieser historischen Stelle hier in Steinbach. Sie berühmen oben bei der Bergaffen. Ich möchte jetzt kurz was zu unserem Wetter hier im Odenwald sagen. Und zwar, man sieht, oft ist auch so wolkenbehangene Berge. Und man sieht jetzt auch gerade von Nordwesten ein Tiefdruckgebiet kommen. Es ist also sehr oft, dass auch im Odenwald, wie man jetzt auch gerade sieht, doch das Wetter nicht ganz so schön ist. Die Mümling ist schon mein Lieblingsfluss hier im Odenwald. An und für sich ist sehr neugierig. Wenn er zum Beispiel wissen will, wie eine Kartoffel wächst, dann setzt er sich aufs Feld und guckt einfach zu. Der Odenwälder ist allerdings nicht nur neugierig, er ist auch sehr abergläubig. Ein alter Aberglaube im Odenwald besagt, dass das Aufstellen von Gartenzwergen
den Wuchs der Kartoffel positiv beeinflusst. Wir sehen hier ein paar dieser Gartenzwerge, aber wir wollen den Wuchs der Kartoffel nicht weiter stören. Ich möchte Ihnen natürlich auch ein bisschen die Flora und Fauna des Odenwaldes näher bringen. Wir haben hier zum Beispiel Blumen, wir haben hier rote Blumen, wir haben hier gelbe Blumen, orangene Blumen, rosane Blumen. Ah, da hinten haben wir noch ein Vogelnest. Landwirtschaft wird im Odenwald großgeschrieben. Wir sehen hier die Stallungen von Bauer Hübner aus Steinbach. Ist allerdings verboten, in die Stallungen. Es ist verboten, die Stallungen zu betreten. Der Odenwald ist der Himmel auf Erden. Ein Platz, wo man Frieden findet. Allerdings werden in letzter Zeit die Waldgebiete durch die steigende Anzahl der Menschen verdrängt. Der Odenwald hat immer wieder atemberaubende Bauwerke zu bieten. Hier sehen wir das alte Rathaus von Finkenbach. Viele wissen das ja auch gar nicht. Man nennt ja auch den Odenwald das Land der untergehenden Sonne. Auch einfach mal die frische Luft im Odenwald genießen. Ich freue mich, dass ich Ihnen in den letzten Minuten den Odenwald etwas näher bringen konnte. Kommen Sie doch einfach mal zu uns in den Odenwald. Hier gibt es einiges auch Neues zu entdecken, was man nicht glaubt zu entdecken. Es gibt auch viele Touristen hier und ich verabschiede mich hiermit von Ihnen.